Hallo, herzlich willkommen zum Erdeschallloch-TV. Heute haben wir die neuen Lehrkräfte interviewt. Die neuen Videos seht ihr hier. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Wie alt sind Sie? 35. Warum sind Sie Lehrerin geworden und wollten Sie schon immer Lehrerin werden? Ich wollte nie Lehrerin werden. Überhaupt nicht. Es hat sich aber dann so ergeben, dass ich nach dem Abitur ein Praktikum an einer Realschule habe machen dürfen. Und das hat mir so gut gefallen, dass relativ spontanes Umdenken gekommen ist. Und dann habe ich das studiert und je länger ich das jetzt mache, desto lieber mache ich es. Und ich bin wirklich froh, dass mein Leben diesen Weg für mich vorgesehen hat. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe 2 Kinder an der Hand, ja. Welche Hobbys haben Sie? Für die Hobbys habe ich momentan nicht so arg viel Zeit, aber die größten Hobbys in meinem Leben sind eigentlich Skifahren und Bergwandern. Wenn meine Kinder größer sind, werde ich das hoffentlich wieder machen können. Und im Moment, mein liebstes Hobby ist Nähen. Ich nähe für meine Kinder unglaublich gern Kleidung. Welche Fächer unterrichten Sie? Ich unterrichte hier an der Schule Deutsch, Englisch und IT. Und es macht mir sehr großen Spaß. Wo kommen Sie her? Ursprünglich komme ich aus Eberhardsreuth, das ist bei Schönberg. Und mittlerweile wohne ich in Passau. Wann geht ein Schüler zu weit? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, wenn er lügt, wenn er nicht ehrlich ist. Und kann man sehr viele Möglichkeiten ausmalen, wann das mal passiert. Und ich sage immer, ehrlich wird am längsten und mir ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Und ja, unabhängig von anderen Dingen, die man, wo der Menschenverstand einfach sagt, das macht man nicht. Aber Lügen finde ich ganz schlimm. Wie finden Sie das Kollegium? Spontan und erfrischend und sehr heimelig, weil es das erste Mal ist, dass ich als gebürtige Niederbayerin in Niederbayern unterrichten darf. Das war's. Vielen Dank. Also hallo Frau Graf, erstmal danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ja, meine erste Frage, wie kamen Sie auf den Beruf Lehrer? Es wollte tatsächlich schon immer werden. Schon in der Grundschule habe ich immer schon Lehrerin gespielt und auch die Fächer waren von Anfang an klar. Mathe, Sport waren meine Lieblingsfächer immer schon. Und in Deutsch war ich nie so gut, wird man wahrscheinlich auch bald außerhören. Okay, nächste Frage. Gefällt es Ihnen da hier zum Unterrichten? Ja, auf alle Fälle. Ich muss zwar zugeben, Schöllnach ist nur meine zweite Schule. Ich habe noch nicht so viele andere Schulen gesehen. Meine erste war Riedenburg. Aber trotzdem, also Schöllnach ist wirklich eine super Schule und mir gefällt sehr, sehr, sehr gut da. Okay. Das haben Sie schon beantwortet. Gibt es eine Jahrgangsstufe, die Sie am liebsten unterrichten? Nein, gibt es eigentlich wirklich nicht. Also sowohl die Kleinen, die sind halt nur sportbegeistert, da mag ich die Kleinen eigentlich sehr gern. Aber genauso die Großen, also das ist überhaupt kein Thema eigentlich. Nein. Okay. Daten Sie am Schulsystem etwas ändern, wenn Sie kannten? Schwierige Frage. Spontan fällt mir da jetzt eigentlich nichts hier ein. Nein. Okay. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Mein hauptsächlich Sport. Das, glaube ich, ist berufsbedingt. Also ich spiele gerne Tennis und freue mich jetzt schon vorher im Winter, durch Skifahren, Turnski gehen, Langlaufskaten, also überwiegend Sport. Aber natürlich jetzt auch verbringe ich ganz viel Zeit auch mit meiner Familie bzw. meinen Kleinen. Und ansonsten treffe ich mich noch gerne mit Freunden. Okay. Wie ist Anna mit dem Homeschooling gegangen? Das hat mich leider gar nicht mehr so betroffen, weil ich ja seit 2019 dann daheim war, weil ich ein Kind bekommen habe. Von dem her habe ich da noch gar nicht so viel mitbekommen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass dieses Schuljahr wieder anders wird und wir wieder mehr Präsenz haben.
Das haben Sie jetzt schon öfters beantwortet. Also Sie haben Kinder und sind verheiratet, oder? Ein Kind habe ich, eine kleine Tochter. Okay. Und ich bin verheiratet, ja, seit einem Jahr. Dann meine letzte Frage. Wie reagieren Sie auf Kritik von zum Beispiel Lehrern oder Schülern? Ich versuche zuerst einmal die Kritik anzunehmen und ich hinterfrage mich dann auch, ob die Kritik gerechtfertigt ist. Falls sie gerechtfertigt ist, versuche ich natürlich auch daran was zu ändern. Also ich bin schon ein Mensch, der sich das dann auch zu Herzen nimmt. Und falls wirklich so sein sollte, dass die Kritik gerechtfertigt ist, dann versuche ich das auch zu ändern. Auch von den Schülern. Okay, das war's dann eigentlich. Na gut, danke. Dankeschön. 'Hallo Herr Hackmann, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview, also an diesem Interview teilzunehmen. Ich habe hier ein paar Fragen für Sie und ich hoffe, dass Sie die beantworten. Ich auch. Wie finden Sie Ihre Schüler? Ja, im Großen und Ganzen gefallen mir die Schüler hier. Ja, ist eine eigentlich ganz nette Gruppe, meistens sehr freundlich. Meistens? Ja, doch, meistens. Viele, der Großteil, sagen wir mal so. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Die ist 3 Jahre alt. Wie alt sind Sie? Ich bin 44 Jahre alt. Wo kommen Sie her? Ich bin geboren in Lohne. Das ist eine kleine Stadt zwischen Bremen und Osnabrück im Bundesland Niedersachsen. Also so ungefähr am anderen Ende Deutschlands, wenn man von hier aus schaut. Welche Musik hören Sie am liebsten? Oh, das ist ja eine Frage. Das hat sich schon ziemlich gewandelt, was ich so höre. Ich glaube im Moment mehr so Entspannungsmusik, wie Jazz und Klassik. Und manchmal schaue ich mir auch die Charts an, was da so drin ist. Ob es da was Musik ist, die einen schönen Rhythmus hat, die einen vernünftigen Text hat, dann höre ich mir das gerne an. Was ist Ihr Lieblingsessen? Lieblingsessen? Ja. Mein absolutes Lieblingsessen? Schwierig. Also ich habe ja lange in Asien gelebt. Also ich esse gern asiatisch. Und da gibt es eine ganze Reihe Gerichte. Zum Beispiel chinesisches. Das sind Dandan Noodles. Das ist so eine Erdnusssoße mit Bandnudeln und Gemüse drin. Mhm. Grünes Curry esse ich sehr gerne. Ich esse eigentlich gerne ziemlich scharf. Wie waren Sie in der Schule? Mittelmäßig. Mittelmäßig, und was war Ihr Lieblingsfach? Biologie und Geschichte. Meine beiden Lieblingsfächer. Deutsch nicht. Deutsch nicht. Wieso sind Sie dann Deutschlehrer geworden? Das ist so ein bisschen die Regularien. Also ich wäre ganz gern Biologie- und Geschichtslehrer geworden, aber das konnte man nicht miteinander kombinieren. Also ich habe in Niedersachsen studiert und da gingen immer nur Hauptfächer mit einem Nebenfach. Und dann habe ich mir einfach das Fach rausgesucht, mit dem ich die wenigsten Probleme in der Schule hatte, und das war Deutsch. Okay. Hatten Sie auch mal einen anderen Beruf? Einen anderen Beruf? Also im Studium zum Beispiel habe ich viele Nebenjobs gemacht. Also ich habe in der Fabrik gearbeitet, ich habe am Dachdecker gearbeitet, ich habe mal Außendienst gemacht für eine Kaugummifirma und so. Ich habe als Redakteur gearbeitet in der Zeitung. Das waren so Jobs, die ich im Studium gemacht habe. Eigentlich habe ich sonst nichts anderes außer Lehrer gemacht, ja. Berufsberater war ich auch mal. Okay. Und wieso sind Sie Lehrer geworden? Es ist die Frage, welche Alternativen gab es dort? Also als ich kleiner war, wollte ich natürlich Astronaut werden, wie viele andere auch. Dann, glaube ich, Archäologe. Dann wäre ich ganz gern Zeitungsredakteur geworden, aber das war mir doch zu stressig. Und dann am Ende ist dann irgendwie Lehrer übrig geblieben. Aber nicht, dass ich das nicht gerne mache. Tatsächlich war so ein Beruf, den ich mir sehr früh schon vorstellen konnte. Deswegen ist jetzt keine Verlegenheitslösung, sondern ich mache das schon meistens gern. Ja, das wären dann die Fragen gewesen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Hallo.
Hallo Frau Kiermaier. Hallo. Ganz allgemein, wie alt sind Sie? 33. Okay. Aus welchem Grund sind Sie an unserer Schule Lehrer oder wie sind Sie auf unsere Schule gekommen? Ich bin zum Halbjahr letztes Jahr abgeordnet worden, hier an die Realschule Schöllnach. Und ich war ja schon zweimal da, also das ist das dritte Mal, dass ich an der Schule bin und ich habe mich gefreut. Das kostet, dass ich wieder zu euch kommen darf. Wie fällt es Ihnen hier zu unterrichten und was unterscheidet sich von anderen Schulen? Was mir ganz gut gefällt, ist, dass die Digitalisierung an der Realschule Schöllnach ganz groß geschrieben wird und ich glaube, manche Schulen sind da nicht ganz so weit, da bin ich ganz dankbar. Wollten Sie schon immer Lehrerin werden und wenn nicht, was wollten Sie dann nochmal werden? Ich wollte schon immer Lehrerin werden. Welche Jahrgangsstufe unterrichten Sie gern? Also am liebsten, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Das ist echt oft schülerabhängig. Ja. Okay. War das Fach oder die Fächer, die Sie jetzt unterrichten, in der Schulzeit Ihre Lieblingsfächer? Nein, nicht immer. Gar nicht? Schon ein bisschen, aber es war sehr oft lehrerabhängig. Also wenn ich die Lehrer ganz sympathisch gefunden habe, dann war meistens das Fach, ja, war mir eher sympathisch. Ja. Wenn Sie was im Schulsystem ändern könnten, was wäre das? Ich würde versuchen, dass vielleicht manche Schüler ihre Fähigkeiten, die sie im Unterricht nicht zeigen können, mehr in den Vordergrund stellen können in einem Schulalltag. Ich glaube, dass da manchmal ein bisschen was untergeht, weil man einfach die Zeit nicht hat und die Fächer, die sind oft nicht zulassend. Ja. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Ich bin ganz gern draußen, egal ob ich irgendwo hingehe zum Wandern, zum Radlfahren, zum Reiten. Also ich bin gern in der Natur und an der frischen Luft. Haben Sie Kinder oder einen Ehepartner? Ja, ich habe sowohl ein Kind als auch einen Ehepartner, genau. Wie war Homeschooling für Sie und wie hat sich Ihr Alltag dadurch verändert? Also ich bin ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Ich habe jetzt um halb Jahr angefangen und dann kam gleich der Lockdown oder wir waren schon mittendrin. Ich habe am Anfang ein bisschen Bammel gehabt, weil man dachte, um Gottes Willen, ich bin jetzt da gar nicht so involviert in das Ganze und Teams beherrsche ich auch nicht und überhaupt. Aber die Schüler haben mir da echt geholfen und haben mir da immer wieder Hilfestellung gegeben, sodass das eigentlich ganz gut geklappt hat. Naja, ganz gut, es hat geklappt, ja. Okay. Wie reagieren Sie auf Kritik, also von Schülern oder anderen Kollegen? Ich versuche, dass ich mir die Kritik zu Herzen nehme. Und von Schülerseiten ist mir das immer ganz wichtig, dass meine Schüler mit zum Halbjahr schon so ein bisschen sagen dürfen, was sie gut finden und was sie auch weniger gut finden. Das ist nicht immer schön, wenn man das hört, aber ich finde das wichtig, dass man sich weiterentwickelt, wo es jetzt nicht heißt, dass mir das immer gelingt. Ja. Okay, dann eh schon die letzte Frage. Wann hatten Sie Ihren ersten Freund? Im Kindergarten. Okay, dann danke. Ich sage auch danke. Hallo, schön, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen für das Interview. Wie alt sind Sie? Ich bin 26. Sind Sie verheiratet? Nein. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Oberpfalz, aus Burg Lengenfeld. Das ist in der Nähe von Regensburg. Mhm. Welche Hobbys haben Sie? Also ich bin ja auch Deutschlehrerin, das heißt, ich lese eigentlich auch gerne, mache gerne was mit Freunden. Und ich reite auch. Okay. Warum haben Sie den Beruf Lehrerin gewählt? Mir hat es in der Schule eigentlich schon Spaß gemacht, immer meinen anderen Mitschülern, wenn ich was nicht verstanden habe, was zu erklären. Mhm. Gerade im Fach Deutsch. In Mathe habe meistens ich nichts verstanden. Und das ist dann irgendwann ist die Idee aufgekommen, dass ich das ja mal studieren könnte. Und dann bin ich dabei geblieben. Welche Fächer unterrichten Sie? Ich unterrichte Deutschgeschichte. Welche Musik hören Sie sich an? Ich höre eigentlich alles querbeet und momentan, also höre eigentlich hauptsächlich Rammstein, tatsächlich. Wie ist das Kollegium? Super nett. Also ich bin wirklich sehr herzlich empfangen worden und wenn man Fragen hat, werden die eigentlich immer beantwortet. Also ich hätte mir, glaube ich, kein besseres Kollegium als solche Kinder. Wann sehen Sie die Grenzen eines Schülers? Meinst du jetzt im Sinne von im Unterricht, dass die im Sinne von zu laut werden, oder? Ja, schon. Also mich stört es wirklich, wenn ich mehrmals ermahnen muss und dann ist für mich auch das Maß der Dinge voll und dann rede ich auch nochmal individuell mit dem Schüler, dass mir das zu laut ist. Oder wenn die Schüler nicht mitarbeiten, dann ist für mich die Grenze erreicht. Das war's. Okay, danke fürs Interview. Bitte.
Hallo Frau Wörl. Ja, hallo Melina. Aus welchem Grund sind Sie an unserer Schule Lehrer oder wie sind Sie auf unsere Schule gekommen? Weil der bayerische Staat mich hierher geschickt hat, aus dem Grund konnte ich gar nicht so viel machen. Gefällt es Ihnen hier zu unterrichten und was unterscheidet sich von anderen Schulen oder wenn es... Also es gefällt mir sehr, sehr gut hier an der Schule, auch hier zu unterrichten. Ich glaube, ich kann noch gar nicht so viel im Vergleich zu anderen Schulen sagen, aber hier ist das Klima sehr schön. Also es gefällt mir sehr gut. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 25. Okay. Wollten Sie schon immer Lehrerin werden? Ja, tatsächlich. Oh, Entschuldigung. Wenn nein, auch dann, aber... Aber tatsächlich wollte ich wirklich schon immer Lehrerin werden. Also eigentlich schon seit ich denken kann, war das mein Berufswunsch. Okay. Haben Sie eine Jahrgangsstufe, die Sie am liebsten unterrichten bis jetzt? Tatsächlich nicht, aber ich denke, dass mir die ab der 8., 9., 10., dass ich die ein bisschen präferiere. War das Fach oder die Fächer, die Sie jetzt unterrichten, schon immer so Lieblingsfächer in der Schulzeit oder so? Ja, absolut. Also Mathematik und Italienisch, Italienisch. Ich wollte gerade sagen, Italienisch hatte ich auch noch als Lieblingsfach, aber Mathematik und Sport unterrichte ich. Das waren schon immer meine Lieblingsfächer zusammen mit Italienisch und Erdkunde. Hatte ich auch immer ganz gern. Was am Schulsystem würden Sie ändern, wenn Sie könnten? Ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht, bis ich da zu einem Ergebnis komme. Also, kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Okay. Wann hatten Sie Ihren ersten Freund? Puh, schon so lange her, dass ich mich gar nicht dran erinnern kann. Ja, ich glaube 14, 15, sowas, ja. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Normalerweise sehr viel Sport, auch im Verein und mit Freunden treffen, genau. Wie sind Sie mit Homeschooling umgegangen und wie hat sich Ihr Alltag dadurch verändert? Hat sich sehr drastisch verändert. Ich fand es auch eine grausame Zeit, also ich hoffe, dass wir alle in der Schule bleiben. Und es wird wahrscheinlich vielen Leuten ähnlich gehen, war eben sehr viel vor dem Bildschirm, sehr viel vor dem PC, habe viele Videokonferenzen gehalten und ja, war eben sehr an mein Zuhause gebunden. Das hat sich. Haben Sie Kinder oder Ehepartner? Nee, beides nicht. Okay. Wie reagieren Sie auf Kritik von Schülern oder anderen? Solange die Kritik konstruktiv ist und gerechtfertigt und auch in einem schönen Umgangston vermittelt wird, dann bin ich offen, darauf einzugehen, dann an mir zu arbeiten, an dem, was da nicht gestimmt hat. Und genau, bin immer für Kritik offen. Ich finde, so kann man sich am besten weiterentwickeln. Ja. Okay, danke, das war schon. Ja, vielen Dank. Hallo Herr Wötzel, aus welchem Grund sind Sie an unserer Schule Lehrer oder wie sind Sie wieder auf unsere Schule gekommen? Weil es einfach die beste Schule ist. Ich war 6 Jahre lang hier und wollte unbedingt wieder zurück und toi toi toi, das hat auch noch geklappt. Okay. Ein Traum. Gefällt es Ihnen hier zu unterrichten und was unterscheidet sich von anderen Schulen? Mir gefällt es natürlich, sonst hätte ich nicht zurück wollen. Was unterscheidet es? Ich würde sagen, ich war ja ein Jahr in München, das ist schon nochmal ein härteres Pflaster. Da ist es hier einfach ein bisschen ruhiger. Die Schüler sind ein bisschen netter, es ist ein bisschen ländlicher, sagen wir es mal so. Wollten Sie schon immer Lehrer werden? Wenn nein, was sonst? Nein. Und was sonst? Keine Ahnung, weil ich es nicht wusste, bis meine Mutter mir gesagt hat, wie wär's denn, wenn du die Musikaufnahmeprüfung machst und erstmal Lehramt studierst? Und dabei ist es dann geblieben. Also. Haben Sie eine Lieblingsjahrgangsstufe, die Sie am liebsten unterrichten? Ja, 10. Okay. War das Fach, das Sie jetzt unterrichten, schon auch in der Schulzeit Ihr Lieblingsfach? Musik nicht. Mathe, ja, Mathe mochte ich gern. Aber mein eigentliches Lieblingsfach war Sport. Okay. Wann hatten Sie Ihre erste Freundin? Mit 13. Was am Schulsystem würden Sie ändern, wenn Sie es ändern könnten? Vieles. wenn ich jetzt auf Musik zum Beispiel gehe, würde ich auf jeden Fall den Lehrplan ändern, weil der ist nicht schön, meiner Meinung nach. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sporteln, mit Freunden treffen,
Kartenspielen. Genau. Ja. Wie sind Sie mit Homeschooling umgegangen und wie hat sich Ihr Alltag dadurch verändert? Ich habe relativ viele Videos gemacht für die Schüler, gerade in Mathe. In Musik nicht so viel, aber in Mathe relativ viel. Und der Alltag hat sich von dem her geändert, dass ich während dem Homeschooling ja Vater geworden bin. Also von dem her hat sich da sehr vieles geändert, tatsächlich. Ja, dann ist die nächste Frage eigentlich, was sonst haben Sie Kinder oder einen Ehepartner? Ich hab einen Sohn und eine Frau. Okay. Wie reagieren Sie auf Kritik von Schülern, Kollegen oder Führungskräften? Keine Ahnung, ich glaube, das müsste man die Kollegen fragen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, nicht so patzig. Keine Ahnung. Okay, danke, das war's schon. Freut mich.